Ja, es ist vor Weihnachtszeit. Es wird Zeit, vielleicht ein wenig abzuspecken. Wem Hast du sagst du gar das, nicht Emmy? nötig. Doch, Hast warte du mal, nicht ich zeig nötig. dir. Alles gut. Siehst du das? Das ist nicht echt. Das ist the real deal. Guck hier, wie es bewegt. Siehst du das? Er kann auch küssen. Guck. Oh. Ja, ich nehme natürlich jetzt hier auch gerade meine Leber in die Hand, muss ich dazu sagen. Und die Nieren. Die ist sehr groß geworden in letzter Zeit bei mir. Ich habe eine Leberzierhose, glaube ich. Nein, habe ich natürlich nicht. Darüber sollte man keine Witze machen. Das Und wenn ich irgendwas habe, dann habe ich die Spendierhoden an. Lass uns doch mal über die Nebenbei-Diät Ja, reden. das ist die App, die wir euch jetzt vorstellen, für alle diejenigen, die keine Lust haben, so eine ganz harte Diät zu machen, wo man nur auf alles Schweine achten isst muss und so und oder Zwiebeln. gar nichts isst oder so, ist das ja hilfreich. Da kann man sich erstmal ein Tutorial angucken. Ein Tutorial? Aber das brauchen wir nicht. Wir haben es ja schon vorher uns angeguckt. Ja. Startseite, also gute Mahlzeiten gibt es, Ernährungstipps. Und da muss man erstmal sagen, ob man ein Apfeltyp oder ein Birnentyp ist. Ich bin ein Ananas-Typ. Birnentyp. Ich bin Bei Frauen, Frauen weit verbreitet, von der Taille aufwärts schlank, aber an Po und Schenkeln üppig rund. Ach, das Quatsch. freut man sich darüber zu unterhalten, aber gut. Verantwortlich sind Quatsch. die weiblichen Geschlechtshormone, Östrogene und Gestagene. Sprudeln sie kräftig, werden Po und Schenkel aufgepolstert, weil der Körper die Energiezufuhr an Muskeln bremst, um Fettvorräte für die Fruchtbarkeit zu bilden. Ich muss nicht fruchtbar sein. Das sogenannte weibliche Fettverteilungsmuster kann sich in milder Form auch bei Männern zeigen. Hast du schon mal einen Mann mit Birnen? Ja, Helmut Kohl. Aber im Kopf nur. Ist das nicht aufgefallen? Stimmt, was Helmut recht. Kohl ist, hat ja die klassische Birnenform. Sehr schön. Also das, und dann kann man sich angucken, was man so essen kann. Ja. Warte mal ganz kurz. Fisch, so. Pommes, Nudeln. Kann man alles. Man kann ein Kalorienkonto machen, man kann sich angucken, das macht schlank. Besser also. Als die einseitige Diät, die ohnehin kaum jemand lang genug durchhält, ist ein abwechslungsreicher Mix aus den richtigen Nährstoffen. Eiweißsättig zum Beispiel. Ja, deshalb Eiweiß. Flügel, Fisch, Fleisch, Milch, Tofu und Eiern. Ja. Tofu ist ja dein Lieblingsspeise. Tofu ne? ist die letzte Kretze. Üppige Mahlzeiten. Wer so eine Mahlzeit mit einem Salat oder einem Teller Suppe und mit Obst ergänzt, kommt mit weniger Kalorien zurück. Das stimmt, ja, ne? Ja, genau. Und gerade da ist ja auch mal wieder ein bisschen Arbeit angesagt. Ne? Tipp von mir, mein persönlicher Tipp, ja? nichts Fertiges kaufen, sich die Mühe machen zu kochen, auch wenn es lange dauert. Das macht sich im Endeffekt dann bezahlt. Und auch ruhig man fertig kann das, kochen. Ja, man kann auch ein bisschen mischen. Du bist ja auch jemand, der selber Nudeln macht. Ne? Das ja. ist dann zum Beispiel, wenn man wenig Zeit hat, echt ein bisschen zu aufwendig. Mhm. Aber man kann gute fertige Nudeln kaufen und dann eine gute Soße selber machen. Und so nebenbei abnehmen. Genau. Also gut, mit Nudeln, mit Soße, schwierig. Aber wenn man dazu noch einen Salat isst, dann geht das schon. 89 Cent kostet die App. Wir haben nur ganz wenig davon vorgestellt. Es ist nur ganz viel drin. Tolles und Ding. Wir wünschen euch, ehrlich gesagt, in der Weihnachtszeit nicht viel Spaß beim Abnehmen, sondern schlemmt, was das Zeug hält. Haut man hat rein. Im nächsten Jahr genug Zeit abzunehmen. Bis die Plauze platzt. So, guten Appetit. Tschüss. Nein.